Hi Leute und willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal. Die E3 2017 ist jetzt vorbei und hier kommen meine Top 7 Highlights der diesjährigen E3. Auf geht's! Platz 7 hat FIFA 18 erreicht. Warum FIFA überhaupt in dieser Reihe ist, ganz einfach. Der Story-Modus geht weiter. Der zweite Teil heißt The Journey 2, Hunter's Returns und noch vieles mehr. Das genaue Homescreen vom Spiel wurde noch nicht gezeigt, aber dafür wurde nochmal die Grafik aufgehübscht und noch mehr Details werden wir, denke ich mal, in den kommenden Wochen noch bekommen. Erscheinen wird das Spiel am 29.09. für Xbox und PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. Spieler, die sich die EA Access haben oder Origin Access, können das Spiel schon am 21. September für 10 Stunden lang spielen. Wer die Ronaldo oder Ikon Edition vorbestellt, kann das Spiel schon am 26. September frei spielen. Auf dem 6. Platz ist Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey ist ein Exklusivtitel für die Nintendo Switch und erscheinen wird das Spiel am 27.10.2017 exklusiv für die Nintendo Switch. Here we go, off the rails, but you know it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon of this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Den 5. Platz belegt Sea of Thieves. Das Spiel wurde schon letztes Jahr auf der E3 gezeigt. Dieses Jahr ist die technische Alpha-Phase. Meldet euch auf jeden Fall da mal an. Genaues Erscheinendatum gibt es noch nicht. Vermutet wird 2018. Erscheinen wird das Spiel exklusiv für Xbox One und Windows 10.
Platz 4 hat Need for Speed Payback erreicht. Need for Speed Payback ist der nächste Teil der Need for Speed Reihe und hoffentlich wird er besser als der von 2015. Die Grafik war in 2015 wirklich mega, allerdings viel zu schwache Cops und keinen richtigen Gegner, der einen richtig aufs Maul hauen wollte. Hoffentlich wird das mit Need for Speed Payback besser. In den Trailern hat man schon gesehen, dass das so Richtung Fast and the Furious geht. Mal schauen, wie es wird. Das Spiel erscheint am 10. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC. An artist can turn any scrap into a supercar. This crew right here, that's the future. We own these streets, Tyler, and the house always wins. Well, not tonight it didn't. Platz 3 hat Metro Exodus und Forza Motorsport 7 erreicht. Metro Exodus oder laut den Bücherreihen Metro 2035 ist der mittlerweile dritte Teil der Metro-Reihe, der auf die Bücher von Dmitri Glukowski handelt. Wann das Spiel genau erscheint, steht noch nicht fest, aber garantiert nicht mehr dieses Jahr. 2018 wird es nicht kommen. Forza Motorsport 7 wird noch dieses Jahr erscheinen. Es ist der mittlerweile siebte Teil mit den Horizon-Teilen. Zusammengerechnet ist es der 10. Teil der Forza-Reihe. Erscheinen wird das Spiel am 3.10. für Xbox One und Windows 10 exklusiv. Eine weitere Version von Forza Motorsport 7 wird nochmal am 7. November für Xbox One X kommen. Play it on Xbox One. Auf Platz 2 Star Wars Battlefront 2. Das ist der mittlerweile zweite Teil der Star Wars Battlefront Reihe, wo Teil 1 2015 erschienen ist. Das Spiel wird nach den Wünschen der Fans endlich einen Story-Modus bekommen, der durch einige Star Wars Episoden durchgeht. Ob das allerdings genau an den Teilen dranhängt oder ob da noch ein bisschen was selbst gemacht wird, was ich vermute, weiß man allerdings noch nicht. Mehr Details sind mittlerweile schon online, müsste man auf der EA-Seite finden. Erscheinen wird das Spiel am 17. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Destroyer, but we need to
escort. Let's give him everything we got. Here are next assignments. They are unusual. So, bevor wir jetzt aber mit dem Platz 1 weitermachen, hier nochmal Trailer von anderen Spielen, die mir sehr gut gefallen haben. Nicht, dass hier irgendwer gleich rumheult. This day have set upon a mighty endeavor. Souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice. We shall prevail. Get your head down and keep moving! Difficult. No sacrifice too great. Welcome to the Bloody First. You're a long way from Texas, farm boy. Get access to the private beta. Und damit sind wir jetzt auch schon bei Platz 1 angekommen. Platz 1 belegt die Xbox One X. Ganz genau eine neue Konsole. Erobert mein Platz 1. Der Teil war schon, die X war schon in meinem 2017 Video dabei, wo ich gesagt habe, welche Dinge 2017 richtig cool werden. Da war die allerdings auch unter dem Namen Project Scorpio bekannt. Offiziell heißt sie Xbox One X. Erscheint am 7. November weltweit und wird um die 499 Euro kosten. Falls sich jetzt manche fragen, das ist doch ziemlich überteuert für eine Konsole, muss man bedenken, die Konsole hat 4K HDR 60 FPS und Dolby Atmos Unterstützung. Für die ganzen zugehörigen Dinge gibt es zwar auch schon Player, allerdings kosten die allein schon so viel. Die Xbox One X unterstützt dabei nicht nur Filme, sondern auch logischerweise auch Games. Deswegen ist der Preis meiner Meinung nach gerechtfertigt für so eine starke Konsole. Das war meine E3 2017 Highlights.
Wenn das Video euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vergesst nicht, abonniert auch Inside Xbox, da wird demnächst nämlich auch noch ein Video online gehen. Bis dahin, tschüss mit Öss.